So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde The Hunter Call of the Wild. Wieder mal in der Bogen-Challenge und heute ist einfach die Savanne dran. Nach der Taiga kommt die Savanne und wir sind nur mit dem Bogen unterwegs, falls jemand noch nicht, also nicht mehr weiß, wie es funktioniert, meine Bogen-Challenge. Wir sind nur mit dem Bogen unterwegs, versuchen uns an die Tiere ranzuschleichen und die besten Kills zu machen, die wir kriegen können. Und damit, let's go! So, hier vorne müsste ein See sein, richtig? Und da versuchen wir mal unser Glück. Eventuell sind wir da in der Trinkzeit. Wir sind ja eigentlich morgens immer in der Trinkzeit. Also die trinken ja morgens und abends, glaube ich, in der Savanne. Also die Pflanzenfresser, sagen wir mal so. Ne? Drüben haben wir eine Gruppe von Spießböcken. Ja, da kommen wir aber nicht ran. Da kommen wir aber nicht ran. Die ziehen auch weiter. Das ist immer schlecht für Bogen, wenn die Tiere am Ziehen sind. Wir müssen Tiere schießen, die entweder ruhen, also schlafen gerade, oder am Trinken sind, oder am Fressen, also irgendwo, wo die gerade eine kleine Pause machen. Jetzt haben die sich niedergelassen zum Fressen. Der hier ist 4. Ja, wir könnten es versuchen. Wir haben auf jeden Fall auch schön Wind von vorn, die dürfen uns nicht riechen. Wir versuchen es mal mit dem Spießböcken. Warum nicht? So, da ist der 4er. Wir sind schon echt nah dran in den Spießböcken. Einer ist schon aufmerksam. Ja, ich sollte schauen, dass sich der jetzt da dreht. Aber ich sehe gerade, dass das Weibchen hier vorne viel höher scoren könnte als er. Deshalb würde ich, glaube ich, auf das Weibchen hier vorne schießen. Na komm, machen wir einfach. So, schauen wir uns mal an, was wir da getroffen haben. Ob wir überhaupt irgendwas getroffen haben, aber ich glaube schon. So, also hier vorne liegt schon mal das Tier, was wir hinten in den Ass getroffen haben. Sehr schön. Top. Erst ist eine silberne Kuh. Und ein schöner Schaschliktreffer. Guckt euch diesen wunderschönen Schaschliktreffer an. Nice. So, die andere Kuh haben wir anscheinend auch tödlich getroffen. Hinterher, da vorne liegt sie. Schön. Ja, die haben wir schön Doppelunge getroffen. Auch Silber 262. Im Liegen. Im Liegen bin ich mir immer nicht so sicher, ob ich da wirklich gut treffe, aber doch, hat funktioniert. Top. Okay, wir sind hart im Löwengebiet und da vorne ist eine Löwin auf 116 Meter jetzt, die ich sehr gern schießen würde. Ich würde noch auf, also auf rund 100 Meter würde ich noch ran und dann gucken wir mal, dass wir die kriegen. Die vorher nicht nervös wird. Aber ich habe auch schon Brummschrei von einem männlichen Löwen gehört gerade. Ich habe ein bisschen Angst um meine Jacke. Also mir die Jacke ausziehen hier. Zahn. Zweimal nicht getroffen, das gibt's ja wohl gar nicht. Okay. Nevermind. Ja, es ist halt immer noch eine Entfernung, 100 Meter ist immer noch eine Entfernung für einen Bogen, wo es nicht garantiert ist, dass man das Tier gut trifft. Vor allem mit Wind von der Seite und so. Wenn man dann falsch nullt, kann eigentlich alles passieren. Es kann alles schief gehen. Da hinten sind Springböcke. Oh, das ist eigentlich ganz gut. Nehmen wir die. Sofern mir jetzt nicht noch ein Löwe irgendwie die Springböcke verjagt, nehmen wir die. Ach nein, da ist er. Der Löwe, der sich verjagt hat.
Erwischt. Stehen. Komm schon. Bleiben Sie stehen. Erwischt. Okay. Okay, ich habe zwei erwischt. Na komm, fall um. Habe ich nicht getroffen da. Ja, kein lebenswichtiges Organ verletzt. Ah, schade. Sehr, sehr schade. Na, gucken wir uns das andere Tier mal an. Ich glaube, das lag ja sofort. Entweder das ist ein Wirbelsäulentreffer oder ich habe es wirklich gut getroffen. Ich versuche nochmal die zwei oder zumindest einen von den beiden Springböcken hier zu killen. Vorne kommt noch einer. Oh, das ist der Vierer. Ja, sehr gut. Ich bewege mich mal auf die Gruppe zu, weil die kommt ja jetzt wieder zurück. Ah, erwischt. Ich habe ihn erwischt. Sehr, sehr gut. Ah, gucken wir uns gleich mal den Vierer an. Das war ein tricky Shot. Das war ein tricky Shot, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber tödlich getroffen. Oh ja, Gold. Goldener Springbock. Zack, in die Lunge. Oh, ganz knapp in die Lunge. Aber zumindest Gold. Top. Schön. Gefällt mir. Ah, leider auch nicht. Also lebenswichtig verletzt. In den Ass geschossen. Und dabei ist er umgefallen. Okay, direkt umgefallen. In den Ass geschossen, direkt umgefallen. Schade. Naja, ich habe heute halt einfach nicht so viel Glück. Muss da mehr reinkommen heute ins Bogen-Game. Oh, da ist ein guter Springbock. Spießbock, meine ich. Da müssen wir mal hinterher. Noch 170 Meter entfernt. Den nehme ich raus. Wunderschöner Vierer-Spießbock. Ja, den nehmen wir mit. Er hat schöne lange Hörner. Er könnte, also der ist auf jeden Fall Gold. Ich bin mir nicht ganz sicher, was Diamant bei Spießböcken ist. Aber vielleicht ist er auch Diamant. Wir wissen es nicht. So, er ist wachsam, alarmiert. Wir müssen schießen. Scheiße! Er rennt weg. Ach nö! Das ist, weil ich Rückenwind hatte, Leute. Das ist, weil ich Rückenwind ist für die Bogenjagd tödlich. Ach, Mann. So, Dreier Löwen. Ich versuche mich anzuschleichen. 180 Meter. Die ist schon nervös. Weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil sie mich schon gehört hat. Wir haben nicht wirklich Rückenwind. Das, also vom Wind her sieht es okay aus. Wir müssen jetzt natürlich darauf achten, dass sie sich wieder entspannt und wir dann einen guten Schuss auf 100 Meter absetzen können. Mindestens 100 Meter müssen wir hin. Ich versuche mal einen Schuss auf 120 Meter ungefähr. Weil sie schon nervös ist und ich habe halt keinen Bock, dass sie abspringt. Getroffen. Sehr gut. Wir haben sie getroffen. Hat sich ein bisschen angefühlt, als wäre der Schuss zu hoch gewesen. Also als hätte ich ein bisschen zu hoch gezielt. Aber es kann manchmal auch täuschen mit dem Bogen. Das kommt ja immer auf Wind und auf alles Mögliche an. Und wenn wir jetzt gegen den Wind schießen,
könnte es schon sein, dass ich ein bisschen höher zielen muss. Ja, guck mal. Das ist ein tödlicher Treffer. Das ist ein tödlicher Treffer. Aber, nö. Schöner Doppellungentreffer. Schön silbernes Weibchen, 39,8. Dreier Löwenweibchen, top. So, Vierer. Vierer Springbock. Den nehmen wir raus. Ich habe ihn auf jeden Fall sehr gut getroffen. Er ist gleich liegen geblieben. Ich glaube Doppellunge. 50 Meter. Also es war schon, es ist heute schon der Schuss, der am nächsten dran war. Vorne haben wir noch. Haben wir noch ein Weibchen, glaube ich. Ah, getroffen. Sehr gut. Und auch gleich liegen geblieben. Ich musste ein bisschen runterziehen. Top. Sehr gut. Schauen wir uns mal den Burschen hier vorne erstmal an. Oh, Silber. Oh, oh, ungeeignete Munition. Nein, der wäre Gold gewesen. Der wäre Gold gewesen. Ich habe leider mit den heftigeren Pfeilen geschossen. Ne? Schade. Ja, da komme ich manchmal, also beim Bogen komme ich da sehr oft durcheinander. Bei Schusswaffen habe ich eigentlich immer für jede Klasse eine andere Schusswaffe. Das heißt, ich merke schon am Schuss oder am, also wenn ich die Waffe in der Hand habe, dass ich da gleich einen Fehler mache. Ja, schade. Schade, sehr schade. Ah ja. Da vorne ist der nächste Vierer Springbock. Also in der Savanne ist es echt einfach, Holz zu schießen, weil die Tierherden auch entsprechend groß sind und da mindestens immer ein Gold hier drin ist. Das ist immer sehr, sehr gut. Erwischt. Top. Der dürfte jetzt Gold sein. Ja, Gold, sehr gut. 98,92. Schöner Schaschlik-Treffer. Männlich, Vierer. Top. So, hier direkt vor mir müsste jetzt ein Springbock-Männchen sein. Der macht schon krass Warnruf und so. Und mal, ob wir den erwischen, ob wir den sehen. Das Gas ist halt sehr hoch. Hier vorne ist er. Erwischt. Das muss er gewesen sein. Ja, silbernes Männchen, Dreier. Und von hinten schön Doppelunge Herz. Top. Sehr schön. Also wenn man so ein bisschen so ein Auge in dem Game hat für die Tiere, wie die aussehen, zwischen Grashalmen, wenn da so die Farbe durchlugt und wo man, wie man sich unbedingt, also so, ne, was heißt unbedingt, aber so ein bisschen vorstellen kann, wie die Biester da stehen. Dann kann man die ganz gut schießen. Erwischt. Aber ich glaube nicht tödlich, sonst würde er, glaube ich, schon umfallen. Oder wäre schon umgefallen. Schön wäre, wenn die Vegetation mal auf meiner Seite wäre. Wenn er hier in dem Feld drin ist, dann kriegen wir nicht. Müsste jetzt ein bisschen offen stehen, damit das gut wird. Also ein neuer Warnruf wäre mal nicht schlecht, dann wissen wir, wo er ist. Jetzt könnte er überall sein. Ist direkt vor uns, ich höre ihn.
Stierer. Erwischt. Oh, das war ja eine schwere Geburt. Er hat sich aber auch nicht verschrecken lassen dadurch. Top. Ja, goldener. Fast 100, rund 100 Trophäenpunkte. Schöner, goldener Springbock. Doppelunge. Top. Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge. The Hunter Call of the Wild hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst den Like nicht. Vergesst das Abo nicht auf dem Kanal. Und kommentiert das Video. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Und auch schöne Ostern. Ist ja jetzt, ne? Macht's gut und bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.